if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose, all who oppose. So, es ist soweit. Wir packen für Österreich. Für unsere Rallye. Und nicht, dass ihr denkt, das ist irgend so eine komische Rallye mit Rallye-Autos. Also, beziehungsweise nicht komische Rallye-Autos, sind wir ja auch nicht in dem Sinne. Jetzt mal passen würde ich alles. Und zwar geht es um eine Bildersuch-Rallye, wenn man es jetzt mal ganz grob ausdrückt. Meine Tasche, Tasche der Frau. Und ja, da packen wir jetzt auf jeden Fall fertig, weil wir morgen früh sehr früh aufstehen wollen und müssen. Und zwar, wann wollten wir aufstehen? 4:30? Ach, irgendwo so in dem Dreh. Weil wir treffen uns unterwegs schon mit ein paar Leuten, also genau genommen 2. Jo, so sieht's mal aus. Innen drin haben wir auch das Nötigste drin. Essen haben wir da. Das ist auch irgendwie was mit Essen. Hier sieht man nichts, alles dunkel. Auto ist geputzt, Auto ist getankt. Können wir ja fast sagen. Sehen wir uns morgen früh. Angekommen in Österreich, erstmal schön tanke. Dann steht der Rest. Und jetzt werden wir noch mal weiterfahren, ein Stündchen oder so bis zum Essen und dann noch mal ein Stündchen bis zum Hotel und dann noch mal ein Stündchen bis zum Abendessen. Was? Ach so, ja, Hängebrücke. Stimmt, wir fahren auch zu einer Hängebrücke. Dann gleich bis zur Hängebrücke. Jetzt im Platsch und jetzt wird erstmal hier gegessen und dann fahren wir weiter Richtung, keine Ahnung, Hotel. Dann werde ich da noch ein bisschen mal gucken, das kenne ich noch nicht, das Hotel. Und dann wird heute, glaube ich, nichts mehr gemacht, außer die Biersorten hier durchgetestet. Und morgen machen wir dann eine Ausfahrt. Mal schauen, sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen wieder. Tschö. Thank you.
Das ist unser Hotelzimmer. Sehr groß. Rechts Spiegel. Kann ich mich sehen? Ihr mich nicht. Und das Schönste ist, da ist schon unsere Nachbarin. Was erzählst du? Ich muss mal kurz raus. Und das ist das Bad. Mit Kabine, immerhin. Spiegel und irgendwann stehe ich dann da. Na ja gut, auf jeden Fall groß genug. Musik